Turn to ban. Jetzt aber. So, willkommen zurück zum Joint Dota Masters Halbfinale zwischen Team Empire und Moscow 5. Wo Team Empire in der letzten Zeit sehr überragende Performance gehabt jetzt hatte, schön aggressiv gespielt mit Illidan als Stand-In, sieht das alles so einfach aus, was sie tun. Definitiv. Und Buns mal wieder X. Und diesmal wollen sie nicht, dass der Jugger ins Spiel kommt. Ja, lass mich raten, Troll kommt jetzt als nächster Bann. Oh ne, Tusk wieder. Die ganzen Pocket Strats werden hier rausgebannt. Mal schauen, ja, gut, hier Troll First Pick. Für Illidan? Ja. Naja, weiß ich nicht. Für Illidan, vielleicht für Resolution in der Mitte. Um halt den Illidan Hero zu buffen. Mit dem Ulti, Battle Trance. Aber Troll, wie gesagt, First Pick, also. Easy, easy Predictions. Omni Knight Slug, okay. Aber ja, Moscow 5 bringt jetzt einen Slug aus. Und mal schauen, ob. Mal schauen, ob Necroman oder ZXC da den Slug mal nimmt. Auch und Omni Knight haben sie halt auch wieder quasi noch einen Grave dazu. Wo halt noch mehr Magic. Resist Magic in Magic. Ah! Magic Dingens bekommen. Magic Immunity so rum. Nicht Magic Resistance, nicht Invulnerability, sondern. Ja. Könnte durchaus für Slug halt so ein weiterer Zeitpunkt, so ein weiterer 8 Sekunden sein, wo er wieder quasi immun ist gegen alles. Wo er ausrasten kann. Ja, die Frage ist halt, also er hat halt hier jetzt noch wirklich seinen Shadow Dance als Immunity, weil Team Empire wird wahrscheinlich ein sehr physical-lastiges, ja, lastiges Lineup auspacken, was halt auf Right-Click-Damage basiert. Und das wird halt so, keine Ahnung, da wird das Repel recht useless sein wahrscheinlich. Auch jetzt hier wieder mit der Venge und dem Swap halt auch Möglichkeiten vorhanden. Und besonders der Aura. Ja, die Aura, Control Warlord. Eventuell, weiß nicht, ob wir jetzt hier vielleicht mal einen Anti-Mage sehen können. Auf jeden Fall irgendeinen Held, der Damage macht. Ja, weiß nicht, ob Anti-Mage der beste ist dafür. Ich glaube, die PA passt momentan noch besser rein. Ist ja auch eine gute Idee, ja. Mit dem Attack Speed. Da finde so, okay, vielleicht ist Anti-Mage da, hat schon genug Attack Speed. Obwohl genug ist halt so ein Ausdruck, den man halt eigentlich jetzt Carry natürlich nicht kennt, aber muss mal gucken. PA ist halt cool, aber ich habe es halt seltener gesehen. Jetzt letztens mit Magnus PA ausgepackt, das hat funktioniert. Aber müssen wir halt auch schauen, ob sie halt wieder Magnus. Ob Joki nochmal Bock auf Magnus hat oder nicht. Dadurch, dass er selber nicht draftet, ist es wahrscheinlich nicht seine Entscheidung. Ja, natürlich. Die Russen haben halt Demokratie. Lupin reine Demokratie. Oder so. Oh Mann. Ja, mal schauen. Dazzle jetzt raus. Ja, Dazzle, genau. Wenn Omni Knight und Dazzle aufs Lag wäre, vielleicht ein bisschen viel. Silence auch gebannt, okay. Ja, gegen Omni Knight ist das Silence auch ziemlich gut. Und ja, Storm. Ich glaube, sie brauchen einen. Ja, Anti-Mage wäre jetzt hier gar nicht so schlecht mit Storm, ne? Also, so ein Repel-Storm ist halt ultra assi. Definitiv, ja. Es ist einfach. Also, Storm allgemein ist, wenn er Midgame gut durchkommt, ist es einfach ein super starker Held. Ja, auch mit dem Repel halt. Ohne BKB einfach. Einfach go. Ja, ich räume mir die halbe Map, töte alles, dann roll ich zurück, alles easy. Ja, während man eine Region hat und dann auf die nächste Map fährt. Ja. Ist ja halt ein guter Storm Spirit, ist halt eine gute BA, macht die Crits, ein guter Faces Void, backtrackt jeden Finger und jede Little Laguna Braid und ein guter Storm Spirit findet halt nur Regenerationsrum. Das ist halt. Das ist RNG einfach in Dota. Ja, genau das. Tja, Team Empire müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas überlegen, was ein bisschen Control auf den Storm Spirit durchs Repel durch hat. Okay, das wäre jetzt. Ja, es ist halt schön, weil. Debuff, ne? Ja, klar, also. Cool. Ist schon ein guter Control dagegen. Mit ja, einfach Purge auf den Storm Spirit und dann. Wupp. Also, Level 6 Purge ist halt eher das. Einfach Repel runternehmen. Dann brauchst du halt kein Diffu zu bauen. Ja. Und.
Ja, ich würde mir jetzt denken, es ist vielleicht ein easy Carry Shadow Demon mit Arcanim, sodass er halt irgendwie 3 Charges hat. Ich bin ja 2 Charges, ne? Oder? Haben sie es nicht auf 3 gebufft mit Arcanims? Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ja, da war irgendwas, keine Ahnung. Aber zwei Purges reichen halt auch schon so aus. Ein Repelter Storm Spirit kommt halt rein. Ha, ich bin Invis, Purge. Guardian Angel, Purge. Ah, goddammit. Weiß nicht, kannst du BKB runterpurchen? Nein. Okay, gut. Das ist mir noch ein bisschen über. Aber da kommt tatsächlich der Magnus und es könnte eine. Also, ja, sie haben jetzt den Illidan Helden rausgebannt, Anti-Mage ist raus, aber PA. Ab jetzt würde ich halt auch dir zustimmen, PA ist tatsächlich hier der Held, mit dem sie gehen könnten. Ja, ist auch, weißt du, Storm Spirit ist egal, ob der Repelled ist. PA, zack, 1000er Clip. Ja. Tschüss, Storm Spirit. Ja, und eventuell könnte man auf der PA auch einen Diffu bauen, von daher. Schätze ich mal hier, dass eine PA kommt. Tidehunter für Moscow 5. Hat auch ein bisschen. Suddenly ein bisschen Continuation, wenn die AP sitzt. Das ist eine gute Wahl, würde ich jetzt mal sagen. Außerdem halt was Stabiles, was halt auch mit dem Spawn im Storm Spirit halt nicht so Full Greed gehen. Eine sehr gute Wahl auch, meiner Meinung nach. Also man kann nie sagen, dass Zeit halt eine schlechte Wahl ist. Carry Mirana, Shadow Demon, wow. Back to the old days. Das ist interessant mit Magnus, aber hey, okay. Wahrscheinlich wollten sie Anti-Mage haben. Aber haben sie nicht bekommen. Puh. Mirana. Bin mir nicht sicher, aber naja. Resolution hat die Möglichkeit hier, Leute zu überzeugen, dass er das drauf hat. Warum sehen die FEGs gleich aus hier? Fast dieselben FEGs. Ah. Vielen Dank, Empire, für diese Pause. Denn jetzt gucke ich FEGs an. Und dafür würde ich eine Pause haben, natürlich. Außerdem nur 2 FEGs. Ich prangere das an. Spielen die alle mit ihren Noob-Accounts? Screen Tusk the Legend. Okay, wenn man FEGs baut, dann baut man natürlich eine FEG über sich selber. Na klar. Und Slender Dote von Slender halt auch eine eigene FEG. Ja, die sehen zwar relativ ähnlich aus, aus schon 2 andere Helden. Ja, ja, sieht halt ähnlich aus. Und derselbe Move. Ja. Illidan mit einer, glaube ich, Anime-Referenz und Blackhold. Da war jetzt noch Fly noch auf ein Enigma. Aber nur 2 FEGs, das ist ein bisschen doof. Von daher müssen wir jetzt tatsächlich anfangen, über das Game zu reden, wenn die Pause noch länger dauert. Ach ja, na gut. Tja. Aber ja. Muss man mit der Introduction. Hieß es halt letztens, es ist prinzipiell eine schlechte Idee, das mit dem Team-Introducen aufzuteilen für Team zu Team. Weil du halt dann das Problem hast, dass ja, die Kamera kann dir halt nicht folgen. Wenn ich halt jetzt sage, ja, stell mal Empire vor und dann muss ich halt irgendwie die 5 Helden zeigen, bis ich den gefunden habe, wie du redest und dann muss ich halt weiter. Das ist quasi ein, was ist das? Ja, quadratischer Aufwand von Kameraführung im Worst Case. Deswegen haben die krassen Pro-Teams sogar den einzelnen Kameramann, der nur die Kameraführung macht. Ja, aber selbst dann, also das ist ja noch schlimmer, weil dann musst du halt irgendwie das Team vorstellen und der Kameramann muss dann halt suchen, wer der gerade da ist. Oder geht halt oben über die Leiste. Das ist einfach so gut, dass das vollkommen egal ist. Die Kameramänner. Ja. Na gut. Aber so langsam werden die Lanes klar. Bin mir nicht sicher. Wenn die hier so rumrotieren. CXC auf dem Slark auf jeden Fall auf der Bottomlane anscheinend. Mit PGG auf dem Witch Doctor. In der Mitte den Negromant auf den Storm Spirit. Storm Spirit wird doch sehr wahrscheinlich in die Mitte gehen. Screen jetzt hier wieder rotating, als Omni-Knight diesmal. Und Slender Offlane Tidehunter. Tja, und im Wald gammelt erstmal noch Empire run. Sind sich nicht ganz sicher, ob sie da überhaupt runter wollen. Aloha Dance. Aloxa, Aloha Dance. Aber das X ist ja ein H im Russischen, deshalb wirklich Aloha Dance. Dance. Hat technically sich den richtigen Namen gegeben. Okay. You manage, okay. Ja. Illidan auf dem Troll, Always Wanna Fly auf Shadow Demon. Joki offlane, mal wieder Wagnus und Resolution mit dem Mirana. Wo ich wahrscheinlich am meisten Fokus drauf legen werde, weil hey, mit dem Mirana Core sieht man halt nicht so oft. Ja. Runen gehen halt an die jeweiligen Carries. Hat auch gut, aber am Anfang war es halt so ein, okay, die Runen werden an die Supports gegeben von der Lane, damit die halt
Levels bekommen und frühest Level 2 bekommen. Früher war es dann mal die Mitte, holt sich die Bounty und dann blockt er halt einfach einen Supporter. Und jetzt ist halt so, dass die Carries halt die Runen holen. Das ist eine sehr interessante Bewegung drumherum, wie das halt alles so passiert, finde ich. Fly gammelt hier rum, hofft, dass er für eine Illu gehalten wird oder so. Wobei Illusion-Rune vielleicht recht unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt ist. Invasion kommt da, Arrow und Queen schön davor, beziehungsweise dieser Range Queen wirft sich davor, Mr. President! Und fängt den Arrow ab. Aber ja, müssen. Keine Ahnung. Hat man vor einer Mile kommen gesehen, dass dieser Arrow kommt. Aber ja, schöne Duel Lanes in der Mitte. Ich weiß nicht, Storm Spirit gegen Mirana ist halt auch nicht so das beste Lane für Mirana. PGG. Wurde raufgeskewert. Was ist da passiert? Naja, Magnus. Zu gut. Und warum? Er versucht ihm das CP zu geben, aber so, das geht nicht. Oh, ja, das geht halt nicht, ja, das stimmt. Er könnte halt hochpouncen, aber ich glaube, dann ist Joke wieder da. Joke steht einfach nur da. Denkt sich, lol. Steht wirklich lollend dort. Oh, jetzt von der Fly kann er halt eigentlich auch nicht hoch, weil er noch kein Shadow Poison geskillt hat. Dann wäre das ein easy kill, aber naja. Joki, also PGG wird jetzt dort bis 3 Minuten sein. Nee, der Kurier ist schon unterwegs. Ja, es ist ein, er wird halt dort noch 1 Minute 10 sein. Bis der Kurier flying ist. Nee, der Kurier kann hochbringen. Ist kein Problem, ja. Okay. Ja, dann wird das jetzt ein incoming Kurier-Kill für Joki. Ah, ich glaube, er wird das nicht mitbekommen. Doch, doch, sie haben die. Sie haben dort eigentlich die gehabt. Da kommt. Oh. Hätte aber reagieren sollen. Keine Ahnung. Also die haben halt die Ward hier gehabt. Hätten gesehen. Hätte eventuell was machen können, aber ja. Vielleicht ein bisschen zu viel Effort rein besetzen, besonders wenn er halt in der Zeit die Lane für sich selber hatte. Aber könnte jetzt down gehen. Das sieht nach einem Kill aus, ja. First Blood. Hat er zu viel Spaß gehabt. Und hat dafür bezahlt. Tja, schade im Prinzip für so eine Aktion, nachdem sie vorbei ist, aber er hat immerhin knapp 1,5 Minuten Supportzeit gekostet und wir in der ganzen Zeit Erfahrung bekommen, von daher war es eine gute Aktion, die ist Hashtag worth it war. Aber wir haben noch andere Lanes, glaube ich. Andere Lanes sind bis jetzt relativ unspannend, es passiert nicht viel, außer dass alle farmen, bis auf Tidehunter, der versucht in Experience zu bleiben. Ja, Necroman hat doch trotzdem ein paar mehr Last Hits als Resolution. Und das, obwohl sie hier eine Duel Lanes beide haben. Aber. Erstes ist halt Storm Spirit. Schön Red Click, kein Harrison. Ist halt da schwierig, auf was für die Lane zu bekommen. Besonders weil Overstone Fly halt eigentlich halt nichts hinbekommt. Der kann halt disrupten. Aber, ja. Was soll das bringen, wenn sie halt ständig in der Creep Wave stehen, wenn Omni-Net da ist und halt einfach mit Repair dazwischen laufen kann? Wenn Omni-Net auch einfach repairen kann? Ist halt dann schwierig. Ja. Ja, Omni-Knight ist wahrscheinlich einfach der stärkere Supporter. Ja, auf der Lane. Angeht. Die Combo funktioniert halt einfach in der Lane nicht. Das könnte ein großes Problem für Ember sein, weil eigentlich so ein Shadow Demon Mirana Combo ist halt die große Stärke, dass sie es machen können. Jetzt könnten sie eventuell. Nein. Die Disruption Range ist kleiner als die Hit Range. Der Idee daneben noch gar nicht hingeguckt, aber 28-12 auf dieser Top Lane. Holy crap. 10 Last Hits, also ein Drittel Last Hits mehr, aber hier erstmal der Kill offscreen. Da die Rotation von Aloha Dance kam und Necroman geht ja auch noch down. Double Kill für Resolution. Suddenly. Ja, es funktioniert voll toll, wenn wir uns aufteilen und uns gegenseitig sagen, wo die Kills passieren, oder? Ja. Wir passen einfach beide Kills, ist auch super. Jetzt tatsächlich der Go hier auf Slender. Und der wird auch sterben. Muss er, glaube ich, nicht mehr, doch muss er noch Mana verwenden dafür. Denn der Tower macht einiges an Damage und jetzt wird Tower Aggro gezogen. Ganz praktisch. 3-1. Ein Kill auf der Offlane, aber halt. Nee, nicht wichtige Kills. Die Mitte war halt ein sehr wichtiger Kill für Empire. Aber ansonsten hat die Offlane halt jeweils einmal den Offlaner gekillt. Kommt vor. Ja. Ja, Tidehunter scheint bis jetzt eine sehr schwere Lane da oben zu haben. Ja, gut, Titan kann halt nicht so wirklich an ihn ran. Er hat versucht, einen Engasus Smash zu machen, aber mit dem letzten Patch wurde er auch ein bisschen geringer in der Range gemacht. Bisschen genervt.
Ja, und im Zweifel Troll geht halt auf Range Mode. Genau. Und ist alles nicht mehr so wild. Man kann auch mit 50 Damage auch noch Last hitten. Oder, ja, geht so. Geht so. Screen ist jetzt halt hier und ja, Always on the Fly kann halt perfekt zonen. In der Mitte. Ansonsten doch relativ wenig los im Gegensatz zum letzten Game, wo nur rotiert wurde. Ja, zu der Zeit waren tatsächlich schon die Rotations da, glaube ich, ne? Da müssen wir es los. Joker kriegt jetzt hier den Pancake. ZXC kommt tatsächlich vorbei. Aber ich glaube, seine Rotation wird umsonst sein. Will er die Rune haben, aber mit der Invis-Rune sogar. Kommt er da easy weg. Und ja, jetzt wird direkt der Go gemacht. Aber seine Fly ist halt auch da. Kein Ward tatsächlich, um das zu spotten. Und daher wird das hier vielleicht ein Kill auf Screen. Da fliegt ja, sogar der Kurier, aber nein. Haben. Ja, wo ist der Fleischstück dafür? Aber. Kill ist da und kriegen hier gerade so den Kill. Aber Nekroman hat hier den Kill und. Ah, Skewer daneben. Das ist natürlich ein Problem. Muss hier rausjumpen und wird wahrscheinlich poppen, oder? Sieht sie danach aus? Kann er halt hochbotteln. Ja, das ist halt so ein Vorteil. Okay. Überlebt es dann tatsächlich noch im Witchdog da. Geht hier auch noch down. Also eine schöne Rotation. Aber weiß ich nicht, hätte man mehr machen können. Besonders halt, dass Necromancer überlebt hat, war halt ein Fehler von Jockey, der nicht passend genug geskewert ist. Ja. 7 Minuten, Grafenzeit. 1500 für Empire. Im letzten Game nach 7 Minuten stand es plus 2000. Also ja, weniger los. Und plus 1500 XP. Ja, aber klar, Empire ist voraus. Aber weniger als im letzten Spiel. Was durchaus positiv ist, denn vielleicht sind dann die Aktionen, die Moskau 5 im letzten Game gemacht hatte, genug, um hier das Game zurückzuholen. Ja, mittendrin gab es ja irgendwie die 2-3 Illidan Kills im letzten Game, wo man dann auch gesagt hat, da ist echt viel rübergegangen. Ja, Illidan ist jetzt hier passiver, hat aber auch einen Helden, der halt nicht passiver ist, aber auf der Toplane kommt jetzt hier Action. Ja, in der Mitte auch, aber trotzdem Toplane erstmal Lordaeans. Muss hier gucken, dass er halt hier stirbt, ja. Aber immerhin Illidan überlebt das. In der Mitte Lane ist halt auch noch Shadow Demon gestorben. Nekroman hat den Go gemacht. Zwei schnelle Kills und schon hat sich das ein bisschen geswappt. Ja. Aber stimmt, Goldgrafen. Ja, gut. Dann. Sieht man halt nichts. Krass. Ja, es sind die Event-Supporter nur gewesen. Gibt halt 400 Gold ungefähr für die Carries. Und ZXC musste halt auf die Top-Lane rotieren. Was mir halt auch nicht so viel bringt. Ja, gut. Übernimm mal kurz. Ich sag mal kurz jemandem Chill. Ja, sie wollen jetzt gerade Bottom-Go machen. Haben eine 4-Mann-Rotation nach Bottom gemacht. Wird auch direkt von PGG angezeigt. Hey Leute, wir sind hier alle in unserem Wald. Währenddessen farmt Necroman fröhlich in der Mitte. Und ansonsten wollen sie jetzt Necroman töten, was auch klappen wird. Schöner Kill auf Necroman, obwohl dafür Shadow Demon sterben musste, aber es ist immer relativ gut, den Supporter dafür zu tauschen. Ja. Dann stirbt noch, Aloha Dance in der Mitte. Während Yuki sich bottom den Kill auf Witch Doctor holt. Ja, jetzt gerade ist ein bisschen viel los. Während Sister Son abwesend ist. Glücklicherweise ist jetzt wieder nicht mehr so viel los. Ja. Slender stackt sich hier schön die Engines, schon ein Triple Stack. Will jetzt einen Quad Stack draus machen. Und währenddessen geht's in der Mitte wieder los. Resolution soll es sein. Und direkt Counter Rotation. Jetzt wird's spannend in der Mitte. Ah, glücklicherweise trifft der Arrow genau den Tidehunter, der die Ravage ready hat. Aber es wird nur Aloha Dance sterben.
Also relativ gut für Empire da nochmal, dass nur ein Supporter aufgegeben werden musste. Radiant's bottom tower is under attack. Jetzt momentan ist sehr viel los in der Mitte. Resolution steht sehr aggressiv bei Moscow 5 im Wald. Hat den Arrow aber nicht getroffen und disengaged jetzt zur Bottom Lane. Währenddessen in der Mitte direkt wieder Go gemacht wird von Storm Spirit und wow, sehr schöne und genau richtig. Sehr schöne Disruption von Shadow Demon rettet Yuki, der dann auch direkt danach die schöne AP rausbekommt. Ja. Schöne AP, aber naja gut, hat nur hat Storm zerfetzt, ne? Ne, Storm hat Omni-Night. Oh, schön, schön, schön. Was ist passiert? Kannst du die letzte Minute zusammenfassen? Die letzte Minute zusammenfassen. Bottom hat Yuki einmal den Witch Doctor getötet. Währenddessen ist in der Mitte viel los gewesen, mehrere Kills auf beiden Seiten und jetzt sind sie momentan halt weiterhin immer noch in der Mitte am Fighten. Wobei Miranda sich gerade Bottom in Solo-Kill schon wieder auf den Witch Doctor geholt hat. Ja, Arrow trifft und fertig. Resolution kann anscheinend Arrows treffen. Hm. Oh, Storm Spirit, weit, oh, schöne Disruption und jetzt hat Storm Spirit ein bisschen Probleme, weil er keinen Mana hat. Aber Six hier ist drin und ob es in der Flash immer noch drin. Jetzt von der Ravage down, aber oh, dieser Arrow von Resolution schön gemacht und Negroman ist halt in allen drin. Kein Mana, keine Chance. Double Kill, verlor der Enz, okay. Ja, und Roshan. Free Rosh und 8 zu 13. Und dieser Fight 1 zu 3 hier mit 1000er Gold Chain, 2600 XP, uiuiui. Ja, sie legen hier vor. Ja, es sieht wieder richtig gut für. Für Empire aus. Für Empire aus. Tja, sie wollen wohl hier nicht so spannend machen und das Ding hier schon 2-0 durchziehen. Oder sie haben halt gesagt, okay, Moscow 5, wir haben jetzt irgendwie 20 Minuten zu spät angefangen, plus Remake. Dann geben wir halt euch auch kein Game 3. Resolution mit dem Arrow? Nicht. Ja. Einfach so ein, okay, ja, wir wollten es spannend machen, aber ihr habt jetzt zu lange gebraucht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber wobei wir, glaube ich, auch noch so Zeit hätten. Also. Ja. Dagger in 50 Gold auch auf Magnus, das wird jetzt glaube ich mit der Zeit nur noch schlimmer für Moscow 5. 13 Minuten Offlane Magnus, Dagger, ist halt schon was. Wie sieht das halt mal wieder für Slender aus? Ja, nee, lassen wir das. 500, 600 Gold. Nächster Arrow, daneben. PTG hat diesmal wohl gelernt, Arrows zu dodgen, macht zwei Arrows. Gut, Arrows dodgen mit der Ward. Ja, mit der Ward, die sie gesehen hat. Okay, ja. Ist schon. Ja, ja. Es ist vielleicht gar nicht mal so schwierig. Ja, schön auch der Fighting-Build, ne? Aquila, Drums, Face. Und jetzt auf Yasha. Also super schnell. Auch nicht nur mit der Haste-Rune. Und jetzt mal schön rumjuken. Die B-Reactions forcen. Aber Lord Dance hat jetzt ein kleines Problem. Was wenn der Fly darf jetzt. Das war für den Was? Tut mir leid. Tut mir leid, tot. Im Hintergrund ist aber dann Slark, der dafür bezahlen will. Er hat tatsächlich TP einfach abgebrochen und gesagt, hier, wir turnen das. Aber der Damage reicht nicht ganz. Für Slark. Also, nope, ich sterbe nicht, du stirbst. Tschüss. Also im Pub-Game werden halt jetzt immer noch im Ping die Leute gewesen. Mirana holt sich wieder PG. So, okay, aber glaube ich, wird dafür. Oh, AP. AP abgebrochen? Nein, nee, AP war durch. Okay. Achso, oh, aber Krankenschild. Das war die Krankenschild, dass halt irgendwie Slender direkt wieder rausgegangen ist. Und deshalb sah das so aus, als ob das halt nichts gebracht hätte. Aber währenddessen CXC hier. Ja, 1 zu 3 schon der Trade. CXC kriegt hier noch. Hallo, der ist ja wieder mal jemanden reinspoppt. Und tatsächlich sogar mit dem wunderschönen Stun hier. Das wird von CXC besiegelt. Hat sich tatsächlich auch gelohnt, dass er das halt ständig überlebt, weil er macht halt die Plays. Ja. Und der nächste Arrow gleich auf PTG, oder nein, er tötet den einfach so, okay. Holy crap. Was ist ein Damage, was die Mirana schon auspannt? Das ist ein 112 Damage. Ja, nicht schlecht. Und sie hat nicht mehr die Aegis und Dive trotzdem. Ja, Aluan lebt immer noch. Illidan nimmt den ersten Tower, holt sich fast den zweiten.
Alles gar kein Problem. Interessiert ihn auch gar nicht, dass Storm ankommt. Ja. Titan, oh, ich krieg den Deny immerhin. Titan auf der Top-Lane. Na, hat keinen Mana hier, 160 in 10 Sekunden hat Resolution dafür Mana, aber wird es auch so bekommen. Ravage tatsächlich zum Turn hier. Und ja, kann hier noch wegkommen, aber immerhin verhindert er seinen Tod, trotzdem wollten sie da eher mehr haben. 6C ist jetzt hier drin, aber nur, ob es von der Flight eher down geht und der Rest kommt tatsächlich weg. Ja, Fly 06, muss halt ständig sterben dafür. 06 bei 11 Kills ist halt schon so. Er wird halt auch ständig in die Leute reingeswappt. Ja, aber. Ja, also und Illidan macht einfach weiter. Ja, macht halt weiter. Ja, jetzt wird oben Joki vielleicht ein Problem bekommen. Ja. Kein Skewer mehr möglich. Ich wollte ja irgendwie eben sagen, so, okay, eigentlich ist es halt. Das Leben einer Mensch ist dann doch. Muss sich halt selber in den Gegner reinswappen, aber. Dieses Mal swappt er sich tatsächlich an freundliche Leute rein. Kriegt jetzt hier noch den. Ah, Necroman, eventuell. Muss ich sie hochbotteln. Resolution hat nämlich das Diffuser Blade und wenn das in Range kommt, dann ist er tot. Und. Ah, auch ohne. Oder auch. Holy crap, Billy dann. Mit den Drums, mit dem Faceboots. Das ist halt einfach wesentlich schneller als ein Storm. Krass. Ja, wir haben einen kompletten Storm downgechased. Wie geht das? Na, der Storm hat ein bisschen overextended, also ist hier durch die Ward gegangen, hat sich die Rune geholt, während da zwei andere standen, nämlich Illidan und Myrana. Ja, und ist halt mit sehr viel Mana schon da hochgesprungen, um sich nur die Rune zu holen und dann wieder zurück und ja. Dann ist die Mana ausgegangen und ist dafür gestorben. Na gut, sah halt noch relativ viel Mana aus, aber PTG den halt erst mit Double Damage Rune und Arrow, ah, ganz knapp daneben. Oh, PTG geht immer zurück. Zeigt sich dadurch und ist instant down. Easy Kills. Easy Kills, ja, ja. Empire ist. Sieht so einfach aus. Arrow, guckt mal, ob da jemand drin ist. Nope. Aber. Etwas Schwieriges erscheint einfach. Moscow 5 sind jetzt absolut nicht das einfachste Team, wo das doch so eindeutig oder so einfach zu tun ist. Und Illidan geht auf Blink, okay. Machen jetzt der schöne Blink. Ja, während Top oh, hier noch gerade so der Omni-Knight hier. Und Omni-Knight. Stimmt, ja, jetzt. Das war, sah auch sehr interessant rein. Aus. Jemand kommt rein, Resolution. Kommt hier tatsächlich weg, weil sie keine Vision haben? Oh, schöne Disruption, noch gerade so. Aber ist jetzt, geht jetzt hier down. Und AP nur zum Weglaufen benutzt. Skewer ist noch drin, wird jetzt wahrscheinlich gleich benutzt. Aber nein, wird nicht benutzt. PDG versucht hier Alodians und Dingens zu chasen. Alodians kommt tatsächlich weg. Puh. Und ja, der. Oh, ist gonna fly mit der Hexrune auch. Aber. Oh, Extension von Empire. Und. Not worth it. Illidan holt sich zwar ein bisschen Damage auf den Tower, gibt der WDAE-Giss ab, die nicht auf ihm war, okay. Doch, doch, er hatte sie, aber es ist anscheinend gerade ausgelaufen. Oh nein. ne, der Timer, okay, der Timer sagt, dass sie schon seit 2 Minuten ausgelaufen ist. Genau. Jetzt ja. Sieht man auch, warum Aloha Dance eigentlich immer sich selber rettet, weil Yasha Carry Venge spielt. Ganz eindeutig. Ah, Carry Venge, okay, natürlich. Wer hätte das gedacht? Okay. Aber mal schauen, ob sie ihn jetzt hier bekommen. Nee. Ja, es war es auf jeden Fall nicht worth it. Mal schauen, eventuell muss Illidan dann irgendwann mal bei den Fights dabei sein. Bisher ist es ein Split-Pusher. Das ist aber auch der Blink-Dagger, aber gegen Storm Spirit ist halt so die Sache mit dem Blink-Dagger. Hilft halt nur begrenzt. Ja. Je nachdem, wie viel Mana Storm Spirit halt noch über hat. Ja, meistens genug, um noch eine Bildschirmreihe weiterzugehen. Ja, ja noch hat er halt keine Items. Also das Orchid ist noch nicht fertig und er stirbt auch relativ schnell. Ja, wenn du meinen Grafen anguckst, ist es halt ein schöner invertierter Penis. Und es geht halt wieder hoch zum Moscow 5. Also die XP-Graf. Der Networth-Graf ist halt auch ein bisschen schlangiger. Aber mit Moscow 5 haben sie schon weiter nach oben geturnt. Skadi. Nach 20 Minuten. Das war letztes Game anders, aber letztes Game waren auch ein paar andere Items davor. Mit dem Midas davor, was halt auch nochmal 2k kostet, zum Beschützen. Und diesmal Blinkdagger anstatt
Shadowblade auf Slug. Für mich gefühlt die bessere Item-Kombination, wenn man früher online kommt, aber... Nein, eigentlich schon, ja. Aber gut, man kann Illidan vertrauen, dass er Carries spielen kann. Damit er macht ja schon seine richtigen Decisions. Ja. Wenn es jemand kann, das ist Illidan. Illidan ist halt so mit Loda zusammen, halt so die, eine der Carries, der großen Carries und mit Havoc natürlich. Und ist hier rein, kommt weg, die Castle bounce weiter in die Wälder rein, so. Mosca 5 so, ich glaube, ihr seid da drin und jetzt haben sie einfach mal blind in die Wälder rein. Aber Defensive Disruption sorgt dafür, dass Storm da nichts findest. CXC per kriegt die Repair runtergepercht, aber springt schnell weg. Ja, und je später es wird, aber trotzdem Empire, kriegt das hier mit Avenge noch einen Carry. Oh, Illidan poppt sehr schnell, aber schöner Swap von der Dwardance. Und eventuell jetzt... Nee, wo ist eigentlich hier der Feind? Nur in der Mitte alles, Deathward ist draußen, AP auf 3. Schön gemacht. Aber der Damage ist einfach nicht vorhanden. Troll poppt hier. Skua leider mit CXC vorbei, von daher muss er hier raus TP'en. Schafft es auch. Nein, schafft es nicht. Holy crap, ganz knapp. Und Empire fängt an, Overextenden zu feeden. Excellent. Schöne Fights von Mosca 5, aber auf Illidan fehlt einfach das BKB. Definitiv, das hat man hatte die Ravage kommen gesehen. Gemerkt. Die Ravage kommen gesehen und ab dem Zeitpunkt war es so ein, oh, das ist keine BKB, ups. 2500 Gold Swing, 3500 XP Swing. Tja, Mosca 5 sind so langsam im Game und anscheinend hat Empire auf ihren Terminkalender geguckt und hat gesagt, auch Spiel 3 haben wir noch Zeit für easy. Oder ja, noch ist das Game ja relativ easy. Even. Naja. Also, das Game geht so langsam in favor of Mosca 5. Ja, langsam. Ja. Im Networth, sie sind halt nur noch 4000 Gold vorne. Und das mit wie vielen Towern vorne? 3 Tower Advantage. 4. Und ein Deny jetzt, ja. Roshan ist wieder da. Müssen wir halt mal mit der Aegis fighten und dann... Zu 5 ohne Ravage wird das auf jeden Fall gut, aber auch zu 5 und mit Ravage und Cooldown. Oh, 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 nein. Auto-Attack, Auto-Attack und nein, nicht hinbekommen. Ganz knapp, ganz knapp. Der Arrow wird nicht treffen. War aber auch knapp. Trotzdem hier, Illidan ist noch, hat noch die Möglichkeit, aber Long Zip hier von Necroman. Komplett raus. Und überlebt. Ich sehe noch hier schön in den Bäumen, wo Necroman hergesippt ist. So Die stellt nochmal gerade ein Ward hier hin. Ein Ward ist sehr wichtig hier, wenn es jetzt hier Highground geht. Und ja, Empire wollen Highground. Wenn sie das jetzt nicht schaffen, sind Mosca 5 auf jeden Fall im Game zurück. Aber wenn sie jetzt hier Rex holen, haben sie immer den Vorteil stark für sich beansprucht. Falls sollte das hier ausbrechen, sonst ist nichts passiert. Wards wurden direkt wieder gedewardet, von daher wahrscheinlich alles hier in dieser Area stattfinden. Oder Empire wird diven und horribly verlieren. Wahrscheinlich. Aber es sieht so danach aus, als ob sie jetzt hier sagen, es geht back, weil Illidan auch schon weg ist. Ja, die Ward war auch ein bisschen fail gesetzt. Die war in der True Side Range vom Tower. Ah, gut. Okay, das ist dann ein bisschen doof. Ich dachte, es wäre auf dem Level nicht mehr drin, aber gut. Oder haben sie ein Game? Nee, ich hab nachgeschaut. Okay. Kein Game da. Ja, verteilen sich jetzt wieder, haben es jetzt hier versucht, haben halt auch dadurch ganz einfach, sie waren halt in Roshan drin hier und es waren halt oben und in der Mitte waren halt die Leute im Lanes rauspushen. Und tatsächlich war das die einfachste Möglichkeit, die Leute zurück in die Base zu bekommen, indem sie halt einfach unten reinrennen. Gehen halt rein, forsten die Glyphe und jeder musste zurück tippen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir jetzt wieder auf die Lanes und ihr seid jetzt erstmal in der Base drin. Wir müssen außerdem drauf gucken, ob wir nicht mit Moonlight Shadow wieder reinkommen. Und damit haben sie Space created. Definitiv. Oh, und schneller, quick, link, lieb, wie auch immer. Ah, Tower Bottom hat aber auch gute 2/3 Schaden genommen. Währenddessen noch, also. Na, 1/3 würde ich sagen. 1/3 war schon von vorher schon Illidan. Aber ja. Kriegt halt Schaden, der nächste Hit oder der nächste Go wird dann auf jeden Fall der Kill auf den Tower sein. Ja, mal schauen, wann er kommen wird. Kann jetzt hier auf den Networth umschalten.
Das ist tatsächlich jetzt so, dass die 6C da vorne ist. Aber dicht gefolgt von Illidan und auch dicht gefolgt von Resolution. Und danach tatsächlich dicht gefolgt von Aloha Dance auf der Carry Venge. Der ja immer noch Level 14 ist, um seine Aura aufzupushen. Die da doch auch einiges an Damage für den Rest nach oben bringt. Wobei meiner Meinung nach sehr fahrlässig, wie Moskau, Empire einfach komplett ohne BKB spielt. Ja, das kann tief in die Hose gehen. Und besonders gegen so ein Storm-Lineup mit Ravage. Also, es überrascht mich halt sehr, dass Illidan hier noch keinen BKB hat. Hat aber auch 3200 Gold. Kann das vielleicht auch einfach gleich rechts klicken. Aber dafür wird jetzt ZXC wahrscheinlich top sterben. Ah, okay. Komm, noch weg. Ah, noch Link ist da. Digga, wieder auf cooldown. Ah, Leap ist da. Sollte eigentlich wegkommen. Kommt, finde ich, für die AP ran. Arrow kommt. Oh, trifft sogar das. Oh nein, ohne. Oh, machen sie es greedy? Ja, sie machen es greedy. Sie hätten AP. Hätte AP machen sollen, ja. Jetzt overextend sie ein bisschen. Oh. Und kommt voll in die Ravage rein. Schön gemacht. Overextensions Maximum. Ja, greedy as fuck. Oder greedy, ja, doch eigentlich greedy, komplett greedy. Und jetzt schon. Poppt das Ulti direkt wieder raus. Na gut. Ja, mal schauen, ob sie jetzt hier auch so lange chasen. Aber, ja, das wäre sehr wichtig. Also, das wäre, weiß ich nicht, wäre das Game gewesen? Slark hat keinen Bearback. Also, es wäre tatsächlich eventuell Game gewesen, wenn sie einfach nur ab hier gemacht hätten. Das ist schon krass. Tja, ja. Joki hat da, war da super greedy. Ja, und ja, ich meine, Resolution war halt auch nicht darauf vorbereitet, dass der Arrow tatsächlich hittet. Ja. Er ist noch weiter weggegangen, während Joki halt rein wollte. Ups, ja. Ja, so langsam fangen auch irgendwie an, Supports allein auf der Lane zu stehen. Das ist gegen Storm's Build vielleicht nicht die beste Wahl. Ja. Aber doch schön zu sehen, unten am PC Go auf 6C. Oh, und der kann aber auch gleich einfach rausblinken. Aber nein, Blink auf Kudan. Und mal schauen, ob jetzt die Ravage kommt. Aber nein, ist noch zu weit weg. Ravage, Reverse Polarity. Ja, AP. AP, Ravage. Hm. Ach, das ist beides der gleiche Skill, funktioniert nur ein bisschen anders. Guck diesen Roshan-Timer an. Also, die Aegis ist expired und direkt dann auch Roshan-Timer 4 Minuten. Also ist das ein punktgenauer Rosh. Nach exakt 8 Minuten. So, jetzt da, Resolution, geht noch down. In der Mitte. Ja, Necroman fängt langsam an, hart aufzunehmen. Ja, es liegt halt hauptsächlich an Empire. Necroman findet hier die Kills, hat auch die Vision dafür und so, natürlich. Aber was er halt macht, ist reinsippen und er findet halt Solo-Leute von Empire. Was er eigentlich nicht passieren darf. Besonders wenn die sie so weit voraus sind, wenn sie ja Aegis hatten, wenn sie einfach nur ein Go machen müssten. Jetzt hat schon wieder. Finden die einfach das in der Mitte. Mag vielleicht eine Trap sein hier. Aber, ja. ZXC wird jetzt halt alleine gefunden, wird halt noch down gehen. Und es ist halt ein Trade für PGG. Das hätten sie, glaube ich, besser machen können. Jetzt BKP von Illidan aktiviert. Schön gemacht. Und AP wird jetzt benutzt. Aber kann jetzt nicht einfach rausjumpen. Link, Swap zurück. Oh. Und die letzte Magic Missile. Carry Venge holt sich den Kill. 3400 Gold, okay. Das ist dann wohl das Manta. Buyback aber komplett vorhanden. Oh, Nico, guck mal kurz vorbei. Ja, das jetzt einmal ist. Den Wolf töten, haut raus. Ja. Hast du dafür eine Midas gekauft? Nein. Okay. Sonst wäre es ja langweilig. Long Range Sip macht ja schon relativ viel Schaden. Wenn er trifft, ja. Das ist halt immer so die Frage. Tja, 24 zu 26. Grafen werden langsam even. XP-Graf ist komplett even. Gold halt noch die Tower vorne. Ich würde zwar trotzdem nicht sagen, dass das Game even ist, weil eigentlich sollten Empire da noch ein bisschen weit vorne sein. Hat auch einen Draft und Quad-Core-Lineup und ein Farm. Vielleicht ein bisschen. Aber, naja, so wie sie bisher spielen, wird das noch eine Zeit lang dauern. Und zwar hinterrücks und vorderrücks. Wenn sie wahrscheinlich auf den nächsten Roshan warten, der wird schnell kommen. Was
wahrscheinlich eher Vorteil für Empire ist. Mal schauen. Ein PGG wird jetzt hier gefunden. Zack. Und Resolution blinkt nochmal schön rein, sodass sie da schön in die Cars kommen. Ravage bekommen und schön super greedy von Empire wieder gefeedet. Hier macht der Swap schön, aber hilft nichts. Und jetzt sind sie wirklich ja noch alle drin. Und Berlin stirbt jetzt noch, ob es von der Fly will da raus. Wird es aber nicht wahrscheinlich gegen Nekomen. Ja. Weiß nicht, ob es schaffen wird. Scheint so danach auszusehen, dass er aber wegkommt. Aber ja. Ja, Fight Recap sieht toll aus. Einiges da. Also irgendwie knapp 3, 4K Gold, 4K XP. Sind jetzt wieder komplett even. Und krasser Feed und krasse Throws von Empire hier. Ja gut, das war ein bisschen unglücklich mit der Cast. Das war halt die Cast des Todes. Das war so greedy. Resolution ist einfach reingejumpt. Er hätte keinen Weg rausgefunden. Und zwar Greed pur und Throws und Feed. Mann, Mann, Mann. Mal schauen, wie lange sie es noch tun. Jetzt kommt raus von der Fly. Allein. Gegen den Carry. Mhm. Das funktioniert bestimmt. Resolution ist jetzt alleine drin, aber Nekroman ist halt nicht dahinter. Sonst wären das halt schon 2 Kills gewesen. Okay, jetzt wird es immerhin 1er Kill. Sie feeden. Das ist krass. Wir wollen halt wirklich ein Game 3 bekommen. Und PGG für den Roche. Dü-düm. Schön noch die Ward hingestellt. Jetzt auch die schöne Vision haben. CXC sieht jetzt halt hier, dass das Empire halt gar keine Wards haben. Und schöner Smoke. Oder so. Empire sind da, aber halt ohne Magnus, das heißt ohne AP. Und könnten hier wahrscheinlich einfach geturnt werden, besonders mit Screen, der hier da ist und da wird Ilian gefunden. Alleine, zu früh. Necroman ist rausgeswappt, vielleicht ein bisschen falsch, aber Necroman. Ilian kann jetzt hier auspacken, Death Ward macht allerdings den genug Damage, um das auch mit einem BKB zu machen. Adorians wird geslowed, kriegt jetzt hier noch gerade so den Return Kill auf Screen, aber 2-2-1 Deadfeld, sind sie mit zufrieden. Eventuell kriegen sie noch mehr, ja, aber ist mit der Fly hier drin, wird jetzt hier auch wieder sterben. Bisschen zu weit drin vorne. Resolution trifft jetzt hier schön den Arrow. Aber, oh, kann noch nicht. Oh, Resolution kann noch gerade so den Kill holen. Eventuell können sie was turnen, aber nein. Buyback. Slender versucht hier auszutippen. Schafft es tatsächlich. PGG geht dann noch down. Aber Buyback halt von Slark, damit sie den Rosh nicht abgeben. Doch noch schön geturnt von Empire. Hatte ich schon fast nicht mehr gedacht. Aber da haben sie noch was rausbekommen. Der war ein bisschen zu greedy auch von Moscow 5. Sie hätten nach dem Kill einfach nicht weitergehen sollen. Auf den High Ground. Das war halt. Hätten sie easy backuppen können, Roshan machen. Ja. Jetzt hier auch Empire Resolution hätte doch einfach. Also keine Ahnung. Es war nicht so eindeutig, aber. Long Zip und easy Kills. Ist halt wieder alleine rumgestanden. Okay, technically lebt er nur noch alleine zusammen mit ein paar anderen, aber. Ah, auch mit der Vision von der Ward, zack, der nächste. Ja, mit der Vision von der Ward, zack, der nächste. Aber, guck mal da. Necroman will nicht overextenden. Buybacks kommen raus und sie gehen back. Guck mal da, wie schön unthroic und greedy das sein kann. Mal schauen, Necroman wird jetzt hier ein bisschen gucken. Und ja, gut, okay, mit dem Ulti, aber holy shit, sind sie schnell. Einfach geholt. Krass gemacht, einfach rein. Einfach rein. Na ja gut, einmal Vision gekillt und schon ist es relativ easy. Mhm. Troll-Ulti, zack, zack und tot ist er. Ja, die Troll-Ulti ist da stark, aber bisher kommt es mir so vor, als ob Empire die noch nicht wirklich ein wirklicher Action zu viert gemacht haben. Wollen jetzt hier smoken. Kein Ward ist da. Und dann schauen wir, was die finden. Smoke. In der Mitte. Ja. Aber naja, Necroman ist vorbereitet. Ist im Well, hat volle Mana. Und kann jetzt den hier reingucken. Schauen, ob sie was finden. Es sieht nicht danach aus. Score 5 sind in der Base, erwarten das so ein bisschen. Sehen halt auch nichts. Von daher ist es ganz klar, okay. Ist wohl ein Smoke.
Ja, und Empire werden jetzt wahrscheinlich in den Wald gehen, werden jetzt ein bisschen farmen, werden jetzt die Wards stellen und gucken, dass sie halt die Lanes rausgepusht bekommen. Failed Smoke in dem Sinne. Aber ja, aber auch von beiden Seiten. Ja, ja gut, genau. Moscow Five hat ja auch einen Smoke benutzt. Empire macht das eigentlich ganz gut, solange sie jetzt wieder die Aegis haben. Einmal rauspushen. Aegis auf der Mirana, Cheese ist auf der Vengeful. Wow. Illidan im Full. Ja. I don't need anything mode. Ja, Jockey hat dieses. Ja, er hat noch keinen Refresher. Aber Jockey könnte zumindest, wenn er einen Refresher hat, den Cheese gebrauchen. Aber ja, Illidan. Weiß ich, er kriegt halt immer das BKB erst mit Low Health raus. Von daher, eigentlich hätte ich mir auch das BKB das gegeben. Aber er hat gesagt, er will halt lieber den Ultimate Orb behalten. Hat er keinen Platz gehabt. Und die Venge kann es halt auch gebrauchen. Im Prinzip swappt sie halt jemanden raus und ist dann halt drin. Kriegt erstmal den Damage. Und dann werden sie wahrscheinlich von der Venge erstmal ablassen und jemand anderen holen. Und wenn der Zeit kann sie halt den Cheese essen und dann halt Damage rausfahren. So zumindest ist der Plan. So, Empire wird's wissen. Hab auf die Bottom Lane. Backup Protection ist aus. Und einfach den Tower geholt. Okay. Sniperino. Und wahrscheinlich werden sie jetzt eigentlich noch warten. Ne, das Skadi ist jetzt angekommen, von daher geht's jetzt rein. Ja, und Smoke von Oscar 5. Ja, sie definitiv. Den Überraschungs- Smoke jetzt rein, Illidan direkt. Aber BKB wird dann gleich aktiviert wahrscheinlich. Ne, BKB vielleicht, um die Rage zu dodgen, irgendwas. Immer noch keine BKB. Okay, jetzt kommt die BKB an. Deathwatch steht schön, aber hilft dann nicht so viel. Lord Dance ist hier sehr tief drin, aber er kann es ja doch tun. Titan ist schon down. Ravage ist raus, Deathwatch ist raus. Haben sie nicht mehr viel, außer Necroman. Jetzt hier bouncen kann. Ah, AP daneben. AP daneben ist bitter, aber die Buybacks sind halt jetzt das Ding. Buybacks und turn das Ganze zurück. Alodrans stirbt ja auch hinten. Guter Trade erstmal, aber die Buybacks sind halt einfach da zu machen. Necroman hat jetzt den letzten Kill geholt. Tja, das ist halt das Problem mit einem Storm Spirit in der Base zu fighten. Haben sie Aegis? Haben sie nicht benutzt, soweit ich weiß, ne? Nee. Aegis ist noch drin. Das ist wichtig. Nur Cheese benutzt. Trotzdem tatsächlich ein leichter Pluspunkt für Moscow 5, aber ich glaube, der Buyback ist auch nicht drin. Vom Gold her. Von daher, bisschen XP, klar. Aber Titaner, sie haben halt irgendwie gesehen, dass da tatsächlich nicht so viel passiert. Und die ganze Zeit hat Lida nicht BKB'd. Wenn er das getan hätte, wäre das vielleicht noch ein bisschen eindeutiger gewesen. Naja, ich glaube, er hatte auch ein bisschen Pech mit den Stunts, dass er da nicht BKB'en konnte. Als er die Ravage abbekommen hatte, direkt danach kam halt der Kask zweimal auf ihn gebounced, was irgendwie... Ja. Da war und trotzdem halt der Meinung, dass er ein bisschen Zeit vorher hatte, also er hat die Ravage halt kommen gesehen. Ja, das stimmt. War halt ein Titan da so in seinem Team drin, läuft da halt rein, was wird der wohl tun? Und ich glaube, er war vorher gehext oder so. Also er war gehext und hat dann den Titan da gesehen. Okay. Und er hat halt... Also er war definitiv ungehext, wo die Tides langsam kamen. Die Ravages, wie auch immer man diese Tentakelmonster, diese, keine Ahnung, Hentai-Hauptcharaktere, die da auf ihn zukamen, hat er gesehen und hätte Düsseldorf dodgen können, glaube ich. Na gut, 6 Sekunden BKB ist nicht mehr so viel, aber weiß ich nicht. Aber 6 Sekunden ist definitiv genug Zeit, um ja, der Ravage zu dodgen. Genug Bashes rauszuhauen, um den Titan da zu töten. Ja. Ja, das ist halt eine schwierige Sache bei einer Ravage, weil Titan muss halt in das Team rein. Das heißt, sobald du halt siehst, dass er entweder blinkt in das Team rein oder dass er halt läuft in dein Team rein, kannst du halt BKB anmachen. Weil der hat halt, wenn er nun mal in deinem kompletten Vierer-Team steht, maximal 1-2 Sekunden Zeit zu leben. Und in der Zeit muss er halt ravagen, das ist sein Job. Und dann ist es doch recht schwierig, recht einfach mit einem BKB, dass die Ravage zu dodgen. Das stimmt schon. Aber Grafenzeit. 2000, ja, okay. Moscow 5 ist sich in XP jetzt vorne. Und Empire haben nicht mal eine Lane of X. Muss mal schauen. Und, ja, sind Flies. Bait in der Mitte, dass sie irgendwie den traden für den Tower oder was? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Double Ravage ist da. Ab jetzt ist jeder Flight gefährlich für Empire. Dann müssen die BKBs zum richtigen Zeitpunkt angehen. Ja, und another first hit ist dann auf Omni Knight und kriegt nichts raus, Permabash. Holy crap.
Buyback auf Omni-Knight nicht vorhanden. Ja, dann und wir haben schon einen Witchstock da hinten. Ups. Was ist immer so unklimatisch? Einfach so, oh, Empire findet zwei Kills und gewinnt. Witchstock da hat einen Buyback gehabt, okay, aber Omni-Knight hat keinen Buyback, keinen Guardian Angel. Immerhin zwei Ravages, ja, aber wenn Illidan es diesmal schafft, so ein BKB rauszubekommen und Resolution hat halt auch noch nicht der Aegis, okay, dann wird es anders aussehen. Jetzt, oh nein, Necroman genau in den Arrow rein, das ist bitter, wird jetzt gestunt, geht down, kein Buyback und ja, GG. Würde ich jetzt eigentlich sagen. Wobei jetzt ZXC ist jetzt noch drin, ja. Wird geswappt hier. Schöner Swap, aber jetzt ist halt der einzige noch. Und jetzt wird er von Illidan gebasht, down. Und GG. Ultra-Kill für Illidan trotzdem. Aber, ja. Der eine Pick auf den Omni-Knight war es. Und dieser Arrow von Resolution, der halt irgendwie jemand anderen getroffen wird. Und Necroman jumps halt genau rein. Bisschen bitter dafür, aber gut. Coin tatsächlich noch kein GG. Aber andererseits haben sie auch keine Möglichkeit. Was? Kein Skewer auf Cooldown. Ups. Ja, also die müssen das Spiel noch beenden. Das ist jetzt eine Lane of Rakes, das ist nichts. Aber okay, BOTs sind wahrscheinlich jetzt, ja. Na gut. Ich muss schon sagen, also ihr müsst halt auch schon noch Mega-Creeps holen, bevor ihr von gedived wird. Aber okay, diese Masse an Illusions, die da rauskommen, ist dann definitiv genug für die Rex. Nur noch Witch Doctor ist da, 40 Sekunden, ja. Na gut. Noch nicht so großes Floß hier. Bounce. Tja. Ja, und ich bin wieder aus dem Game rausgeflogen, aber ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so wild. Sie sind immer noch dran am reinfeeden. Buyback jetzt auf Slug irgendwie online gekommen. Aber ja, Troll tut alles. Troll, Kill mit Slug. Slug kriegt das halt noch irgendwie noch raus. Buyback von Illidan ist nicht vorhanden, aber zwischen Defensive Disruptions, Mega Creeps sind jetzt drin. Swaps kommen hier raus. Stun auf ZXC genau zu der Zeit, wo sein Duckpack vorbei ist. Na gut. Dein Angel kommt nochmal raus, aber Skewer besiegt sein Schicksal. Nächster Dieback und endlich GD von ZXC. Ach, 42 Minuten. Wir haben da noch ein bisschen Spaß gehabt, ja. Aber, ich weiß nicht, ob ich das eine überzeugende Performance meinen würde. Also ja, sie haben jetzt am Ende ganz Gutes gemacht, aber sie haben jetzt halt irgendwie den Omni-Knight gefunden. Der, also es war halt Zufall, dass sie das gefunden haben, die zwei Kills. Und dann haben sie den Arrow geschossen. Es war halt irgendwie, es lief alles perfekt für Empire. Und das lag tatsächlich nicht an Empire, dass es perfekt liegt. Also, ja, keine überzeugende Performance, aber eine gute. Die haben natürlich gut gespielt. Das Omni-Knight da zu weit draußen war, das war schon einfach Moskau 5 hat da gefailt. Genau in dem Moment, weil sie brauchen halt, sie brauchen Omni-Knight in den Fights. Ja, besonders er hat einen Agas gehabt, der konnte halt hinten stehen, der konnte im Fountain stehen und er hat halt irgendwie in der Mitte der Map gestanden. Und so, ja, war dort auf Position. Empire haben es im Prinzip, um es positiv auszudrücken, Empire hat die Gunst der Stunde genutzt und die Kills geholt und damit das Game. Aber am Ende, aber ja, haben halt doch wieder ein bisschen rumgespielt quasi in der Mitte. Und ja, kann man natürlich machen, macht ein bisschen Spaß und mag dazugehören. Aber dann ist es halt keine perfekte Performance. Ja. Na gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich zu Alliance wieder. Ja, 21 Uhr, Alliance gegen Album Sheet. Bis dahin tolle Musik, wenn ihr auf Metal und auf Soundtracks Musik steht. Naja. Ja, viel Spaß. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Jetzt ist es dort auf Twitter, alles der ganze Rest der Saison. Das da hinten ist Schruck. Das da hinten in den hinteren Reihen eures Stereo-Headsets oder so. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in 45 Minuten für Alliance gegen Album Sheet wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Bis dann.